Yo, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Paskalationskanal. Ihr wisst doch Bescheid, Alter. Pretty Steve, featuring Ali Boumaier, kein Player, produziert von EQT. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, dieser Pretty Steve sagt mir überhaupt nichts. Ali höre ich halt schon lange, seit fette Unterhaltung. Und ja, ich bin gespannt, was die hier gemacht haben. Kein Player hört sich nach so einem typischen Ali-Track an. So auf lustig, so mäßig. Ja, ich bin gespannt, Alter. Ich hätte auch mal wieder Bock auf so ein komplettes Ali Boumaier Album, bin ich ganz ehrlich. Aber lohnt sich wahrscheinlich auch im Moment nicht so. Sehr, sehr chilliger, wirkt sehr positiv, der Beat. Also wird jetzt kein deepes Ding oder sowas. Ich denke, es wird schon so oft chillig sein. Yeah, ich bin kein Fuckboy, ich bin auch kein Player. War noch nie ein Gangster oder Straßenunternehmer. Ich bin ein ganz normaler Rapper auf der Jagd nach Ah, Paper. geil, Alter. Er sagt hier, ich bin kein Player, kein Gangster, so gar nichts so. Ich bin einfach so ein Typ. Ich bin einfach so ein Rapper, der einfach sein Geld machen will. Ist auf erstmal direkt so ehrlicher Talk an der Stelle so. Ich will mich gar nicht so verkaufen. Ich will einfach geile Musik machen, Geld verdienen. So, reicht doch, Digga. Ja, nice, Alter. Schön bodenständig. Bin ein ganz normaler Rapper auf der Jagd nach Paper. Nein, ich bin kein Fuckboy, ich bin auch kein Player. War noch nie ein Gangster oder Straßenunternehmer. Ich bin ein ganz normaler Was Rapper. ne Hook, Alter. Echt nice. Ist auch was komplett anderes. Weil Rapper geben mir, würden diesen Text ja nie rappen. So, ich bin kein Gangster, ich bin kein Player, ich bin kein Fuckboy. So, ich bin alles, so. Wisst ihr? Jeder Rapper ist alles, so. Deswegen ist eine nice Abwechslung hier mal. Auf der Jagd nach Paper, bin ein ganz normaler Rapper auf der Jagd nach Paper. Paper, Yeah. vorbei mit meinen Nettigkeiten, Zeit für euch Respekt zu zeigen. Ich habe Kohldampf und keinen Bock mehr unterschätzt zu bleiben. Jeder macht Ich doch habe Homie, wenn du. Kohldampf und ich habe keinen Bock mehr unterschätzt zu bleiben. Nice. Wie gesagt, ich höre ihn, glaube ich, das erste Mal. Aber er hört sich wirklich nice an. Die Hook auch sehr geil. Sehr musikalisch auch unterwegs und rappen kann er auch. Also klingt nice. Famous und die Ketten leuchten. Doch echte Freundschaft erkennt man nur in den schlechten Zeiten. Ich hab gewusst, ich werd's nicht leicht haben auf meinem Werdegang. Doch ich zerstampfe jeden Schwanz, der in die Quere kommt. Echte Freundschaft erkennst du erst in schlechten Zeiten, ist halt so Real Talk des Todes. Ist jetzt noch nicht so, dass man das noch nicht gehört hat, aber es ist halt einfach Real Talk. Und er will jeden, der sich ihn in den Weg stellt und seiner Karriere so, Digga, ich werde dich so in den Boden stampfen. Ja, Mann. Gefällt mir echt gut, Alter, hätte ich nicht gedacht. Meinem allerersten Song wollte ich schon mehr davon. Ich bin noch nicht umsonst den weiten Weg hierher gekommen. Niemals, Digga, hol mir jetzt mein Hack ab. Und jeden krassen Macker fress ich auf, so wie Jabba. Alles easy, mach mich locker Jeden seit paar krassen Jahren. Macker fress ich auf wie Chewbacca. Ja, Mann, ist eine coole Line. Gefällt mir bis hier richtig, richtig gut. Ja, was soll ich euch sagen, Alter? Ich bin gespannt, was Ali hier für einen Track hat. Nur Sorry, schon geackert. mal für einen Part hat, wollte ich sagen. Der letzte Motherfucker. Yeah, ich bin kein Fuckboy, ich bin auch kein Player. War noch nie ein Gangster oder Straßenunternehmer. Ich bin ein ganz normaler Rapper auf der Jagd nach Paper. Bin ein ganz normaler Rapper auf der Fühle ich Jagd nach. komplett den Song, komplett, Alter. Also ich tippe, dass es einer der besten Songs ist von dem ganzen Freitag bei der Riesenliste. Ich weiß ja nicht, wie groß sie jetzt ist, aber wirklich sehr, sehr nice. Wenn Ali jetzt auch noch einen guten Part hat, Alter, dann top, wirklich top Brett. Paper. Nein, ich bin kein Fuckboy, ich bin auch kein Player. War noch nie ein Gangster oder Straßenunternehmer. Ich bin ein ganz normaler Rapper auf der Jagd nach Paper. Bin ein ganz Was normaler für eine Rapper auf. chillige, geile Hook und was eine Atmosphäre. Gleichzeitig dieser Hass, dieser Struggle im Part, so, wie uns nach oben schaffen will. Nice, We Talk ist am Start. Geile Lines und ja, jetzt gucken wir mal, was Ali hier macht. Der Jagd nach Paper, Paper. Yeah, ich bin kein Fuckboy und ich war noch nie ein Player. Seitdem ich denken kann, bin ich ein Entertainer. Jeder mag den Dicken, mach man nicht auf Vielleicht, Hater. Ah, fuck, ich muss nochmal kurz zurück machen, Leute. Sorry, ich habe komplett den Faden verloren. Aber wir können es den Anfang ja nochmal kurz geben. Ich bin kein Fuckboy und ich war noch nie ein Player. Seitdem ich denken kann, bin ich ein Entertainer.
seit ich denken kann, bin ich ein Entertainer. Ja, das weiß man ja bei Ali. Er ist mehr so, der, wenn die einfach die Leute unterhalten, so auch viel mit Comedy und so machen. Ist auch überlustiger Typ. Was heißt überlustiger Typ? Aber ich feiere seinen Humor schon sehr. Und ja, nimmt Rap auch nicht so ernst, weißt du, nimmt sich selbst auf die Schippe. Machen ja auch nicht viele. Und ja, feiere ich. Mag den Dicken, mach mal nicht auf Hater. Ich habe Hunger, treffe Pretty Steve beim Italiener. Lass mich nicht mehr stressen, nein, ich bleibe locker. Scheiß auf dein Gelaber, weil ich darauf gar keinen Bock hab. Jetzt kommt der dicke Lover mit dem Stevie Motherfucker. Niemand kann uns stoppen, guck, der Style ist hot wie heißer Mucker. Ja, wirklich ein nicer Part auch von Ali, so. Also kein Bock, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Stress, so, ich bleib locker, so. Ja, ist nice. Ist halt ehrlich, Ali hört sich hier auch sehr gut an. Sehr gut gerappt auch. Und ja, cool. Yeah, der Hexenmeister ist seit Jahren schon frustriert, während seine Frau sich auf Partys amüsiert. Boah, Digga. Der Hexenmeister ist seit Jahren schon frustriert und seine Frau tut sich auf Partys nur amüsieren. Jeder kennt die Gerüchte über diese Geschichten. Man weiß ja nichts, man kann nur sagen, was die Rapper immer erzählen. Ali stichelt hier, Hexenmeister ist natürlich Bushido mit gemeint und ja, war klar, dass das so geht. Da ist ja eine Menge passiert, ich will das jetzt auch nicht alles wieder aufrollen. Ich glaube, SDK war gestürmt bei Ali Boumaier, auf jeden Fall bei der Wohnung seiner Mutter. Dann hat Zadig einen Diss-Track gemacht, wo Ali im Musikvideo auch zu sehen war. Dann hat Animus halt Ali ein paar Mal gedisst. Ja, jetzt gibt's halt nochmal Sticheleien gegen Bushido. Ich bin kein Doktor und ich habe nie studiert, aber Ali therapiert, yeah. Ich bin kein Fuckboy, ich bin auch kein Doktor. Ich habe trotzdem, oder Therapeut so mäßig, oder. Aber trotzdem mache ich Ali therapiert, habe ich das jetzt richtig gesagt? Nochmal kurz zurück. Während seine Frau sich auf Partys amüsiert. Ich bin kein Doktor und ich habe nicht studiert, aber Ali therapiert, genau, bin kein Doktor und habe nicht studiert, aber Ali therapiert, yeah. Ist auch eine nice Line, Alter. Ja, Ali therapiert, das Interviewformat feiere ich auch. Ist über nice, kann man sich immer gut angucken, finde ich, so auf entspannt. Und dann ab und zu einen Song droppen, so, warum nicht, Alter? Ich bin kein Fuckboy, ich bin auch kein Player. War noch nie ein Gangster oder Straßenunternehmer. Ich bin ein ganz normaler Rapper auf der Yacht nach Paper. Bin ein ganz normaler. Was für ein Monster-Hook. Wirklich ein Monster ist das, Alter. Und lange nicht mehr so einen chilligen Vibe in der Hook und vom Song her gehört. Digga, fühle ich anders. Rapper auf der Yacht nach Paper. Nein, ich bin kein Fuckboy, ich bin auch kein Player. War noch nie ein Gangster oder Straßenunternehmer. Ich bin ein ganz normaler Rapper auf der Yacht nach Paper. Bin ein ganz normaler Rapper auf der Yacht nach Paper. Ja, was soll ich jetzt sagen? Brutales Ding. Feier ich tot. Wirklich, geiles Ding. Paper. Ja, was soll ich euch sagen? Ich hoffe, dass wir auch mal ein Ali Boumaier Album wieder kriegen und so weiter. Fette Unterhaltung 2 würde ich übertrieben feiern, zum Beispiel. Ja, checkt das ab, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare über den Song von den beiden und ja, über meine Reaction natürlich auch. Und wenn ihr Rap so feiert wie ich, abonniert doch meinen Kanal, Leute.